Willkommen beim Nerds of Law Podcast. Die Nerds of Law, das sind Katharina Bisset und Michael Lanzinger. Wir präsentieren euch Neuigkeiten zu Recht und Technik, spannende Interviews sowie Tipps und Tricks generell zur geekigen Seite des Rechts. Denn vergesst nie, Law is the ultimate science. Episode 12 Future Nerds mit Sophie Martinez. Hallo, willkommen zur heutigen Folge des Nerds of Law Podcast. Heute dürfen wir Miss Legal Tech Sophie Martinez begrüßen. Ich glaube, ja, kennen tun wir uns schon, jetzt ist schon ein paar Jahre, Michael auch immer wieder zusammen gearbeitet, durften auch bei der Future Law vortragen. Ich glaube, am besten fangen wir mal an, wenn du dich selber vorstellst, damit ich nicht auf irgendwas vergesse. Oh, das ist lieb von dir. Hallo Katharina, hallo Michael. Hallo. Ich bin die Sophie Martinez. Ich bin die Gründerin von Future Law und Managing Partnerin quasi. Also ich bin eigentlich gelernte Juristin, war dann lange in Berlin und in London im Ausland, war aber bei großen Banken und bei großen Firmen wie Bertelsmann und Barclays Corporate Banking im Geschäftskundenbereich. Kenne also auch das Inhouse-Leben aus Bertelsmann und war dann lange im Vertrieb und so weiter und habe sehr aktiv mich in der Weltgeschichte rumgetrieben. Dann war ich auch in Österreich zurückgekommen zu einer sehr großen Bank, die von einem amerikanischen Hedgefonds gekauft worden ist. Das war auch nochmal sehr interessant. Und dann bin ich selbstständig gemacht. Und bei Future Law machen wir drei wesentliche Dinge. Das eine ist einmal, wir machen große Konferenzen, Wissen, Umfragen, also quasi Kompetenzcenter zum Thema Legal Tech und Digitalisierung und Recht. Weil Legal Tech ist ja nicht nur immer Legal Tech, sondern da geht es ja um Tech an sich. Und wie kann ich die Technologie einsetzen, um selber einen großen Mehrwert in meiner Organisation zu haben. Und die Organisationen, auf die wir uns konzentrieren, sind eigentlich nur rechtliche Organisationen. Das sind Rechtsabteilungen, Rechtsanwälte, öffentliche Hand, Themen, die also sehr stark in dem Rechtsbereich tätig sind. Als zweites Standbein machen wir Innovationsmanagement. Da betreiben wir zum Beispiel für die größten Anwaltskanzleien Österreichs und auch unterschiedliche Kooperationspartner wie die Deutsche Telekom, Lab-Partner wie Your Expert und so weiter. Und den Kollegen Lanzinger. Wer eines unserer allerersten Goldmitglieder war. Dort haben wir den Legal Tech Hub Vienna. Dort haben wir einerseits ein Startup-Programm, ein Acceleratoren-Programm für Legal Techs. Also wie können Kanzleien und dann auch Corporates quasi gut Startups einsetzen. Das ist quasi eine Sandbox, eine Spielwiese, in der man sich quasi Tools quasi anschauen kann, näher bringen kann, mit Startups zusammenarbeitet über ein Programm. Das müssen wir jetzt auch total virtualisieren, also das wird spannend aufgrund der Covid-Krise. Und da machen wir aber auch so ein bisschen White Papers und schauen, wie kann man die Branche vorwärts bringen im rechtlichen Bereich, aber nicht im rechtlichen Bereich, sondern im Bereich auf Digitalisierung. Und das ist unsere DNA und als drittes machen wir Advisory. Das ist uns auch ein bisschen zugewachsen. Wir machen ganz viel Advisory für Rechtsabteilungen und denen helfen wir, sich selber zu digitalisieren, also zu verstehen, was brauchen wir, was wollen wir, wie kommen wir zum richtigen Tool. Oder vielleicht ist ein Tool auch keine Lösung, sondern etwas anderes. Das machen wir auch für Anwälte, aber für andere Rechtsabteilungen. Das sind die Dinge, die wir tun. Mit einer großen Leidenschaft. Wie bist du dann im Legal Tech-Bereich überhaupt gelandet? Das ist ja nicht die erste Idee, so Banken, jetzt machen wir Legal Tech. Naja gut, ich habe natürlich hier studiert und ich war vorher schon beim Film und Fernsehen quasi, also ich bin ein bisschen ein bunter Hund und war natürlich in der Inhouse-Abteilung von Bertelsmann, so Sachen wie auch die Deutschland sucht den Superstar und Pop Idol und solche Dinge. Also ich komme ja schon aus der juristischen Welt, dann habe ich sehr viel Vertrieb, Organisationen gemacht, Strategie und also Umsetzung von Verkauf und was wollen wir eigentlich als Bank zum Beispiel erreichen, was wollen wir unseren Kunden auch bieten? Und aus dem heraus weiß ich auch nicht, warum sie wieder zurück in den Rechtsbereich verschlagen hat. Vielleicht, weil ich einfach viele Leute drin kenne, weil ich die Themen kenne und weil es mir einfach recht natürlich nahe war. Und das Thema Legal Tech ist mir irgendwie zugewachsen auch, weil ich mir gedacht habe, vor 4-5 Jahren, da hat sich wirklich viel getan. Da hatten wir die erste Veranstaltung, die hieß Wertangst vor Artificial Intelligence. Kann mich noch erinnern, mit der IBM gemeinsam. Und das war irgendwie für mich so ein ausschlaggebender Punkt, und es war gerade so ein Tipping Point, wo viele Rechenzentren, also viel Rechenkapazität, die Cloud, all diese Themen einfach aufgegangen sind. Es hat sich international sehr viel getan. Ich habe mir gedacht, überall tut sich was. In Österreich tut sich noch nicht so viel, aber ich finde, da sollte sich wirklich einiges tun und habe das eigentlich quasi dann vorwärts getrieben, dieses Thema. Und warum das passiert, das weiß ich nicht, aber das Legal Tech Thema fasziniert mich insofern. In 10 Jahren wissen wir ja nicht, was sein wird. Ja, also in 10 Jahren wird das alles vielleicht schon wieder Commodity sein und normal sein, aber dieses sich mit sich selbst auseinandersetzen und dieses strategische Thema, weil Legal Tech ist ja kein IT-Thema, sondern ein strategisches Thema,
Das heißt, ich brauche einen Plan, was möchte ich erreichen, wie soll ich mein Geschäftsmodell danach ausrichten, was ist mein Mehrwert, warum gibt es mich überhaupt, all diese Themen und wie setze ich das dann um operativ und wie komme ich da ins Tun, das ist etwas, was mich total fasziniert und das mache ich einfach gerne. Das ist das, warum ich, glaube ich, dieses Thema Digitalisierung einfach auch weitertreibe und warum ich, glaube ich, auch einen Mehrwert geben kann, weil es mich einfach inhaltlich sehr interessiert. Du hast das schon erwähnt, voranzutreiben und die internen Prozesse. Der Legal Tech Hub ist ja gegründet worden von einigen sehr, sehr großen Kanzleien. Jetzt sind Anwälte ja nicht so die größten Teamplayer aller Zeiten. Was mich fasziniert ist, wie schwer war es, alle auf einen Tisch zu bekommen und ist Legal Tech wirklich so der Treiber, der Treiber gewesen, dass sie gesagt haben, ja, wir stellen jetzt einfach mal alle unser Konkurrenzdenken hintan und arbeiten für ein gemeinsames Goal zusammen? Also das Thema Legal Tech ist ein Thema, das viel Geld, viel Kapazität und viel Ressourcen braucht. Und zwar deshalb, weil wir, wie gesagt, auf diesem Tipping Point sind, wo du eine Veränderung in der Herangehensweise an die Themen brauchst. Natürlich muss man eins sagen, die klassische Anwaltei, das klassische Geschäft funktioniert noch immer sehr gut. Und was diese Kanzleien ausmacht, die wir da an den Tisch gebracht haben, ist einfach, dass sie vorwärts denken und strategisch denken und sagen, so, heute geht noch alles gut, aber wie tun wir morgen? Also dieses strategische Denken. Das Legal Tech Thema an sich, das ist ein bisschen so wie AdvoCard oder U-Expert in Österreich. Ja? Jeder Anwalt hat AdvoCard. Jeder Anwalt hat U-Expert. Also irgendeins von diesen Kanzleimanagement oder Winkhaus oder sonst irgendwas. Mhm. Das ist per se kein Wettbewerbsvorteil mehr. Aber wie ich es einsetze, wie ich meine Kanzlei drumherum gebaut habe, damals vor 30 Jahren, war ein enormer Wettbewerbsvorteil. Ja? Also wir sehen zum Beispiel bei der Bearbeitung von Konkurrenzen und solche Themen, also Massenabfertigung quasi, also Arbeit, die nicht individuell ist, dass eine Firma eine andere kauft, sondern die einfach standardisierte Arbeitsablauf hat. Da hat man sich einen enormen Mehrwert geholt mit solchen Firmen. Heutzutage kann man das noch immer, wenn man das ordentlich organisiert hat. Aber heutzutage verstehen das die Leute schon, das ist ganz normal. Und es geht genau darum, immer vorne auch mit dabei zu sein. Das heißt nicht, dass man alle Fehler gleich macht. Das heißt auch nicht, dass man alles gleich mitmachen muss. Das heißt auch nicht, dass man überall reinhüpfen muss, sondern dass man sich strategisch darauf vorbereitet, was bedeutet das. Der internationale Druck ist natürlich schon enorm. Die Frage ist, bei Österreich und CEE ist ein schöner Bereich, ein schöner Markt, ein wohlhabender Markt mit tollen Transaktionen und auch tollen Arbeiten und tollen Unternehmen. Das ist natürlich interessant für die Allen Overys, die Clifford Chances und alle anderen großen internationalen Kanzleien. Diese internationalen Kanzleien haben natürlich eine ganz andere Manpower auch noch einmal. Also Dentons, die größte Anwaltskanzlei der Welt, die haben einen großen Vorteil. Die haben einen eigenen Accelerator. Die haben da, weiß ich nicht, 1 Million Euro rein im Jahr und das passt super, ja, weil die können sich das einfach leisten. Das kann sich eine normale europäische Anwaltskanzlei einfach nicht leisten. Und da war das rational zu sagen, wir haben uns hier, also das heißt, wir gehen hier gemeinsam einen Weg und versuchen auch insgesamt die Branche ein bisschen mitzunehmen und auch einen, quasi, wir machen einen Unterschied. Und das hat mir natürlich sehr gut gefallen. Das hat auch den Kanzleien gut gefallen, weil sie gesagt haben, ja, was soll ich jetzt, auch wenn ich nach österreichischen Verhältnissen eine große Kanzlei bin, ja, wenn ich das mit Skadden vergleiche oder irgendeiner anderen großen Kanzlei, das alle, sind einfach alle zu klein und zu regional. Das heißt, man muss sich gemeinsam strategisch Dinge überlegen. Das heißt aber nicht, dass man nicht Konkurrenten ist. Und das heißt nicht, dass sich jede Kanzlei eine ganz andere Strategie fährt. Also das ist schon das Interessante, finde ich, durch diese Beschäftigung mit dem Thema Technologie, Digitalisierung, Prozesse, Legal Tech, das ist ja ein großer Block, kommt es eher dazu, dass jede Kanzlei sehr differenziert mit diesem Thema umgeht und die setzen auch die Dinge unterschiedlich um. Aber prinzipiell, dass das Thema wichtig ist und dass man sich gemeinsam vielleicht auch Technologien, zum Beispiel über den Legal Tech Hub, das Acceleratorenprogramm anschaut, ist natürlich schon interessant, weil allein das Sourcen von Startups, die europaweit tätig sind und interessante Möglichkeiten haben, ja, ist sehr, sehr viel Aufwand. Jetzt kann man sagen, es betreibt jeder von für sich selber. Aber das bringt den wirklich dort nicht. Und auch der Austausch. Was aber jeder dann damit selber macht, ist ein ganz anderes Thema. Und insofern, ja, sie sind knallharte Konkurrenten, das bleiben sie auch. Auch in diesem Thema wird jeder seine Strategie, aber es gibt einen Austausch und das macht total viel Sinn. Jetzt haben wir viel über Legal Tech geredet. Was mich interessieren wird, nachdem du da in der ersten Stunde in Österreich mit dabei warst, wie definierst du Legal Tech? Oh Gott, ich hasse diese Frage. Das ist eine typische Juristenfrage. Auch ja. Diese Definitionsfrage. Ich glaube, Legal Tech, also. Wie definierst du es nicht? Ja, genau, ja, genau. Das, da tun sie alle, lieben sie sich alle, da die Köpfe drüber zu zerbrechen. Ich bin ja da sehr pragmatisch. Also, Legal Tech ganz streng genommen sind nur Dinge, die eigentlich
quasi nur für den Rechtsbereich gelten, die sonst niemand verwendet. Das wäre Legal Tech. Ja, was wäre das? Quasi Recherchetools. Jetzt könnte man aber sagen, auch schon Recherchetools sind schon von Steuerberatern auch verwendet. Also kein Legal Tech mehr. In dem Sinne geht es meiner Meinung nach darum, dass man sagt, man verwendet Technologie für Legal, also für die Branche Recht. Was auch immer Branche Recht jetzt auch wieder bedeutet, weil das sind Anwälte, das sind Rechtsabteilungen und so weiter, unterschiedliche Bereiche. In diesem Sinne sage ich, alles, was hilft, ist Legal Tech. Das kann eigentlich auch Doodle sein, weil Doodle hilft da gut, Meetings auszumachen. Ist natürlich kein Legal Tech, aber es erleichtert das Leben enorm oder andere Tools wie diese. Und ich glaube, es geht auch nicht um diese enge Abgrenzung, aber es geht darum, sich zu überlegen, wir als Legal im Rechtsbereich sind einfach besonders. Und das stimmt natürlich. Es gibt standesrechtliche Themen, es gibt da, wie gehe ich mit den Daten von meinen Klienten um, den Geheimnisschutz und so weiter. Also es gibt ganz viele Regeln, die da speziell sind, wo jeder andere Bereich sagt, spinnt sie alle? Ja, ich verstehe überhaupt nicht, was das Thema ist. Weil in Automotive, ja, natürlich versucht man sein Geschäftsgeheimnis zu bewahren, aber da gibt es einfach diese Themen nicht. Und die sind sehr speziell und deshalb ist es Legal Tech. Und deshalb funktioniert auch nicht jedes Tech im Legal-Bereich. Und deshalb ist auch nicht jedes Legal Tech, das eine spezielle Lösung anbietet, für andere Bereiche interessant. Aber es geht darum, nicht dogmatisch zu sein, sondern sehr pragmatisch und zu sagen, was hilft, hilft. Und insofern ist das Legal manchmal ein bisschen in der Klammer und vor allem das Tech-Voraussetzung. Dafür geht es aber darum, dass man einfach wirklich weiß, was es ist. Und ich denke, alles, was branchenspezifisch ist, hat einen enormen Vorteil. Man kann sich darauf verlassen, dass es viele andere auch schon verwenden und dass man selber verwendet. Und das ist das Gute daran. Es wird ja sehr oft im Bereich des Legal Tech dann auch von Fintech gesprochen. Ja. Inwieweit hängen die zwei Sachen zusammen, beziehungsweise können sich gegenseitig auch befruchten, sage ich jetzt einmal? Ja, so Fintech, RegTech, also Regulatory Tech, also Fintech in Bezug auf Financial Technology quasi, also und Bankentechnologie, Regulatory Tech, das sind so Dinge, die, und Compliance Tech quasi, sind Dinge, die sehr stark miteinander verzahnt sind. Weil am Ende, bei Fintech ist ein stark regulierter Bereich. Also ein Bereich, wo rechtlich sehr, sehr viele Themen einzuhalten sind und Vorgaben einzuhalten sind. Sobald man so etwas hat, ist der Rechtsbereich immer ein wesentlicher Bereich. Also da gibt es ganz viele Überlappungen, wenn man quasi diese Mengen, mit Schnittmengen, ja, übereinander legt. Ich denke, dass die genaue Ausdifferenzierung, ja, ist jetzt, naja, ich sage immer, das ist halt einfach eine Herumspielerei auch ein bisschen. Wesentlich ist es, wo ist es anwendbar? Wenn wir mit großen Klienten, also natürlich ist da interessant, sich gewisse RegTech-Bereiche auch dazu anzuschauen. Natürlich ist es interessant, in der Bank zu sagen, wenn ich irgendwelche Policies habe, sind Policies meistens in einer eigenen Abteilung, die meistens Regulatory zugeordnet ist. Aber dass ich da Tools anwende, die auch im Legal Tech-Bereich interessant sind, wie zum Beispiel Textanalyse und so weiter oder Natural Language Processing und dann in weiterer Folge hoffentlich vielleicht in so ein Machine Learning oder regelbasiertes Tool entwickeln kann oder das anpassen kann für meine Bank, das ist natürlich interessant. Wir decken das also auch mit ab. Also wir kennen es im RegTech auch jetzt ganz gut aus. Ja? Aber das sind natürlich andere Voraussetzungen, die machen aber an gewissen Schnittstellen Sinn. Also es macht nicht Sinn, wenn ich eine eigene Regulatory-Abteilung habe, mich im Detail mit diesen Themen auseinanderzusetzen als Legal. Aber es macht natürlich Sinn, sich zu überlegen, wo haben wir hier Schnittstellen? Weil es gibt immer wieder, oder Data, also ja, Datenschutz, ja, da gibt es ja GDPR, eigene Tools auch. Die muss ich nicht im Detail verstehen. Aber ich muss vielleicht verstehen, dass es dieses Thema gibt und wo ist es sinnvoll, sich hier zu ergänzen, anstatt sich auszuschließen. Vor allem glaube ich, diese unterschiedlichen bei Fintech, weil du gesagt hast. Und beim Fintech ist es so, dass man auch ein bisschen, das ist ja sehr, sehr vertriebsorientiert meistens, ja. Das hat natürlich gerade für Banken einen enormen rechtlichen Aspekt, ja, den ich hier abdecken muss. Was wesentlich ist, dass ich die Vielfalt anerkenne, so sehe ich das, ja. Und nicht dieses Entweder-Oder nehme, sondern ein Sowohl-als-auch. Und dass ich verstehe, diese Vielfalt und diese Schnittstellen muss ich irgendwie bearbeiten. Das heißt, zu sagen, das ist nicht mein Bereich, bringt wenig. Wenn ich natürlich als Rechtsabteilung oder auch als Anwalt Regulatory und Legal anbiete, dann sollte ich auch schauen, dass ich beides irgendwie unter ein Dach und Fach bringe, sind aber am Ende trotzdem zwei Spezialbereiche. Also da geht es darum, dass ich wie bei dem Anwalt, wenn ich Kapitalmarktrecht mache, dann wird Fintech für mich noch wesentlich wichtiger sein, ja, aber Legal Tech genauso, entweder für meine eigene Organisation oder auch, wie ich Dinge aufbereite, wo ich mit meinem Kunden zusammenarbeite. Aber am Ende
ist das alles eine Querschnittsmaterie. Und ich finde, man sollte auch damit Hausverstand ein bisschen rangehen. Also ich glaube, man darf sich da auch nicht so verschweifen, weil es gibt ja Diskussionen, wir könnten wahrscheinlich Streitgespräch führen, was ist, ist nur Vertragserstellung, Legal Tech? Nein. Aber zum Beispiel bei Fintech muss man eins sagen, die haben operative Themen, ja, wie die Abwicklung von Massenverträgen vielleicht, weil sie einfach ein großes Vertriebsnetz haben, ja, N26, natürlich müssen die ihre Rechtsabteilung ordentlich aufsetzen und ihre Operations, weil die natürlich Legal Tech-Themen haben, die Compliance-Themen wiederum sind und die Ablaufthemen sind. Ich glaube, da kombiniert das einfach. Beantwortet deine Frage, Michael? Ja, es hast eher so in Richtung vulkanisches Grundprinzip die unendliche Mannigfaltigkeit der unendlichen Kombination. Sozusagen gefällt mir natürlich sehr gut. Was mich jetzt als nächstes auch noch interessiert, ist das, wir haben jetzt gerade am Anfang am Legal Tech Hub Vienna, wo ihr, glaube ich, nicht nur einer der ersten Goldmitglieder war, sondern ich glaube der erste Nicht-Wiener und vor allem nicht Großkanzlei-Anwalt. Genau. Mhm. Inwieweit ist Legal Tech jetzt was primär für die Großen oder auch für die kleinen, ich sage es jetzt einmal bewusst so als Oberösterreicher, kleinen Landkanzleien, wie man in Wien ganz gern dann genannt wird sozusagen ein bisschen. Inwieweit ist für mich auch Legal Tech ein Thema? Ja, das weißt du ja selber am besten. das stimmt, aber wir haben die da als Interviewpartnerin eingeladen und darum musst du das diesmal ausnahmsweise du sagen. Gut, nein, dann sage ich das. Also ich fand das super, dass du gleich da mutig reingesprungen bist auch. Also danke. Ich finde ja, dass die Chance für die Kleinen besonders groß ist. Ja? Nicht nur in Bezug auf Legal, sondern in Bezug auf Tech. Da gibt es unterschiedliche Aspekte. Das eine ist einmal, dass ich sage, wenn du sagst, klein versus groß. Die Großen spüren halt den rauen Wind der Internationalität. Das spürt man als Kleiner weniger. Der Kleine muss sich strategisch anders ausrichten. Nur kurz zurückzugehen zum Legal Tech Hub. Was zum Beispiel total interessant ist für alle Startups. Du hast ja bei jedem Legal Tech Hub Vienna zum Beispiel auch immer einen Vortrag gehabt zum Thema, wie geht es am Einzelanwalt? Das war, glaube ich, meistens die Katharina dann für dich gemacht, weil du keine Zeit hattest, sondern in irgendwelchen Sitzungen gesessen bist mit deinen Kunden. Oder im Häfen, sagen wir es, wie es ist. Ja, ganz genau, ganz genau. Also, das ist super angekommen, weil die Startups müssen ja am Ende auch von der Großzahl der Leute leben. Es nutzt ja nichts, drei große Kunden zu haben. Ja, das nutzt vielleicht auch was, ja, aber in Wirklichkeit brauchst du auch das Modell für die Kleineren. Und das ist total interessant, diese Echtheit und das echte Leben des normalen Anwalts, unter Anführungszeichen, der nicht in großen Kanzleien ist, herauszufinden. So, zweitens müssen wir Größe relativieren. Also man muss eins sagen, in New York City, ja, ist eine Boutique-Kanzlei 250 Anwälte groß. Ja, die größte Anwaltskanzlei Österreichs hat 130 Anwälte. Also, wie soll ich sagen, was ist auch schon groß? Ist alles relativ. Ich denke, dass gerade der kleine Anwalt, wie du sagst, wobei das Wort Einzelkämpfer kann ich ja nicht verstehen, weil ich finde, dass ihr keine Kämpfer seid, sondern ihr seid echte Unternehmer, hat natürlich mehrere Aspekte. Das eine ist interne Effizienzen. Also da kann man meiner Meinung nach total viel heben. Also interne Effizienzen bedeuten konkrete Analyse von meinen Prozessen. Was tue ich überhaupt? Wie kann ich Prozesssicherheit geben, nämlich auch meinem Team, mit dem ich zusammenarbeite? Und wie kann ich mein Team und mich selber von den ganzen Aufgaben, die ich eh nicht machen will, die administrativen Dinge, die keinen Mehrwert geben? Und das verändert sich über die Jahre. Vor 30 Jahren war Diktieren und Abtippen eine mehrwertstiftende Aufgabe, weil es anders nicht möglich war. Heute ist das keine mehrwertstiftende Aufgabe mehr. Heute ist es besser, ich verwende Dragon oder irgendein anderes Diktiersoftware-System, weil der Mehrwert der Mitarbeiter und Mitarbeiter im Sekretariat viel, viel stärker gehoben werden kann als durch Diktieren und durch Abtippen. Also, haben wir eigene interne Digitalisierung, Sicherheit von Prozessen und Entlastung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, damit die mehr wertstiftende Arbeit machen können. Weil kein Mandant, auch die am Land nicht, die in der Wald- und Wiesenkanzlei, ja, ist mehr bereit, für irgendeinen Schaß zu zahlen. Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage. Aber ich will es nur wirklich so drastisch auch sagen, weil wir glauben immer, die Leute sind ja nicht blöd. Also die Leute und auch die Klienten sind nicht blöd. Ja, auch die, die nur einmal in ihrem Leben zum Anwalt kommen, weil die informieren sich hier auch teilweise sehr vorstellen. Außerdem braucht der Anwalt und auch das Support-Team viel mehr Zeit für Relationships. Die Leute wollen ernst genommen werden. Die Leute wollen nicht in 3 Minuten abgeschasselt werden. Die Leute wollen ernst genommen werden. Wenn ich diese Zeit und Qualität aufbringen möchte, muss ich schauen, dass ich mich von administrativen Tätigkeiten einfach freispiele. Bei unserer Umfrage zum Thema, was wünschen sich Anwälte, war Nummer 1 Meetings vereinbaren, Buchhaltung, all diese administrativen Themen. Da kann ich mir wirklich was überlegen, was tut mir weh, wie kann ich mich da davon befreien. Zweitens das Thema Marketing. Also ich glaube, als einzelner Anwalt habe ich enormes Potenzial, und das hat jetzt nicht mit Legal Tech, sondern mit Tech zu tun, neue Wege der Spezialisierung zu suchen.
Also ich habe letztens mit einem Anwalt gesprochen, das habe ich schon öfter auch erzählt, aber der war aus Hamburg und der hat mir erzählt, was er für Geschäft gemacht und wie böse es ist, dass die Big Four mit allen Möglichkeiten da jetzt reinkommen und irgendwie Standardprodukte anbieten und wie unfair das ist. Dann haben wir lange diskutiert, was er eigentlich macht. Und er macht viel, viel Gemeinden und öffentliches Recht. Und dann hat er mir erzählt, was für ihn sehr lukrativ ist. Also wir haben das versucht, halt ein bisschen zu diskutieren, weil ich wollte ihn da auch ein bisschen herauslocken. Der ist seit 30 Jahren Anwalt. Wollte ich bei ihm herauslocken, was macht er. Und er sagt, eigentlich eines seiner besten Geschäfte ist die Bewilligung von Tierställen. Und zwar, Tierställe sind sehr unbeliebt. Ja, weil wer will schon eine Schweinemast bei sich im Dorf haben? Oder große Kuhställe? Also, ich will das jetzt gar nicht bewerten, ich bin total für Bio, aber wenn man schon sowas hat, ja. So, und dann haben wir immer weiter diskutiert und dann habe ich gesagt, was ist das? Der erfolgreichste ist eigentlich der Schweinestall. Der bringt am meisten Geld, weil er am meisten Probleme macht. Der hat nämlich auch UVB, also da muss man auch umweltschutztechnisch viele Dinge abprüfen und so weiter. Und da sagt er, er macht 3 im Jahr. Und da habe ich gesagt, ja, wie viel werden in ganz Deutschland gemacht? Und dann sind wir draufgekommen, oder in seinem Hamburg da und so weiter, was das eigentlich für ein Potenzial hat. Weil da werden wir, weiß ich nicht, keine Ahnung, der jetzt 1000 im Jahr gemacht, ja. Und dann habe ich gesagt, naja, aber was googelt denn der Bauer? Und der Bauer googelt Bewilligung Schweinestall. Und eigentlich haben wir uns angenähert. Ja, war super. Und das fand ich dann total cool, auch als Website, www.schweinestall.de. Ich weiß schon. Ja, der Anwalt hat zu mir am Ende gesagt, Frau Martin, jetzt. Und das finde ich ist das Interessante. Er hat gesagt, das kann ich mit meinem anwaltlichen Bewusstsein aber nicht vereinbaren, weil ich bin Anwalt. Aber ich fand schon total cool, dieses Schweinestall, was man da marketingtechnisch alles machen kann. Aber worum es mir eigentlich geht, was ich sagen will, ist, the winner takes it all in der heutigen Zeit. Es kann nur einen Schweinestall.de geben. Wenn sich der dazu durchringt, ich sage jetzt nicht, dass alles sofort fliegen wird, aber das ist immer derselbe Prozess dahinter. Natürlich, manche Dinge sind unterschiedlich, aber wenn er das ordentlich aufsetzt, wie toll ist das, der kann einen Antrag nach dem anderen da abmachen, also durchziehen, vielleicht für geringere Kostenquote, als er jetzt hat, aber statt 3 macht er dann im Jahr 10 oder 100. Was ich sagen will, das ist natürlich aber ein ganz anderes Geschäftsmodell, als wenn ich 3 Schweineställe individuell betreue. Aber das Interessante war nochmal bei ihm, er sagt, das kann ich nicht vereinbaren mit mir und meiner Ausbildung und meinem Selbstwert. Also, was ich, und das meine ich gar nicht wertend. Ich glaube, das ist die Herausforderung, vor denen der kleine, unter Anführungszeichen, Anwalt steht. Lasse ich mich auf sowas ein oder nicht? Oder gründe ich da extra Firma dafür oder wie auch immer? Ja, also das ist das zweite Thema. Ich glaube, das sind enorme Chancen einfach da. Und das dritte Thema ist Wissen zur Verfügung stellen gegenüber den Klienten. Ich glaube, da haben die Anwälte wirklich, wirklich Potenzial. Und da ist die Frage, ob das große Verlage machen sollen oder große Big Four, weil die haben natürlich da viel. Aber was kann ich mit Technologie in meinem Bereich an Wissen standardisiert zur Verfügung stellen, nicht indem ich den Markt kleiner mache, weil das Individuelle bleibt trotzdem da, sondern die Leute holen sich einfach immer mehr entindividualisiert von außen vom Markt und entweder ich spiele da mit und schaue, dass ich dann, wenn es was Besonderes gibt, quasi in der Mehrwertkette weiter raufklettere, aber ich decke die Basisbedürfnisse eigentlich wie Marketingkosten ab. Und das sind so Themen, die ich interessant finde. Das hat aber was mit der Veränderung des Geschäftsmodells natürlich zu tun und des Aufsetzens der gesamten Operations. Also das ist nicht so, dass ich das nebenbei mache, sondern das ist wirklich eine Veränderung. Ich glaube aber, dass das Anwalt sehr, sehr gut umsetzen kann oder als Anwälte. Sprichst mir aus der Seele. Ich glaube, was das Problem ist, gerade bei uns kleinen Anwälten auch oder Einzelkämpfern, wenn man es ein bisschen mehr martialisch sieht, das beobachte ich ja manchmal bei Kollegen, dass wir uns selber in den Weg stängen ein bisschen, weil man muss wirklich ganz konkret Out-of-the-Box-Thinking machen. Also das mit dem Schweinestall, ich könnte mir das ganz gut vorstellen. Das ist kein Problem. Ja. Ich habe unlängst einmal ein Beratungstool, also im Prinzip eine erweiterte Visitenkarte designt für Personen, die von der Polizei vernommen werden. Das nennen sie Freikarte, ja, weil man dachte, das passt. Ja. Also was ich bemerke, ist bei uns Rechtsanwälten, wir haben stellenweise schon sehr stark diesen Landesdünkel, wenn ich es mal so sagen darf, ja. Die ich immer bemerke, was auch ein bisschen so vom Studium kommt. So, wir sind jetzt die Anzugträger und so. Das Zweite ist das, dass ich viele Kollegen kenne, die auf ihren Webseiten ganz glücklich schreiben, sie haben 3 Spezialgebiete. Das ist Strafrecht, öffentliches Recht und Zivilrecht, also alles. Ja. Was auch problematisch ist, da habe ich auch ich selber, also ich habe extrem nachschärfen müssen. Ich habe auch angefangen so eher, ja, ich mache halt Online-Recht, Zivilrecht und Strafrecht und mittlerweile habe ich das total fokussiert. Ja. Und was das Nächste ist, weil du gesagt hast, wir können Wissen generieren oder wir können Wissen vermitteln. Da, glaube ich,
haben wir bei vielen Leuten das Problem, dass wir einfach auch nicht gewohnt sind, Wissen zu vermitteln. Ich meine, ich komme ein bisschen aus der Universitätsschiene, da geht es halbwegs, dass man sozusagen auch verständlich spricht. Aber was mir immer gefällt, ist das, also ich bin da auch die großen Kanzleien wahnsinnig dankbar dafür, wenn die wieder auf ihrem Blog eine Entscheidungsbesprechung stellen. Sie liest wahrscheinlich außer mir und meinen Kollegen, also der Normalsterbliche liest es wahrscheinlich nicht. Ich freue mich weit, damit die 100 Seiten Entscheidungen zusammengefasst sind. Nur ich habe mir zum Beispiel mal Gedanken gemacht, na, wenn zu mir zum Beispiel wer kommt, wer kennt denn, wenn er nicht Jurist ist, wer kennt denn das Paragraphenzeichen? Und vor allem, wer weiß, was das ist und wer findet es auf seiner Tastatur, auf dem Handy? Und das ist was. Also sich in dieser Tiefe oder wenn ich mir denke, wenn mir wer sagt, ja, er hat da eine Ladung bekommen und er kennt sie nicht aus, ja, logisch. Aber was ich aus der Ladung alles herauslesen kann, indem ich diese Zahlencodes, die da oben stehen, quasi für ihn entziffere und da kann man auch anfangen, weil ich leider, und das ist oft was, also da brauche ich nicht irgendwie sagen, die neueste OGH-Judikatur, die für mich wichtig ist. Das ist meine Mandanten relativ wurscht manchmal. Ja. Und ich denke, was wichtig ist nochmal, also ich denke, man sollte es aus der Mandantensicht immer sehen. Also darum ist das Schweine, so wie du jetzt gerade sagst, Paragraphenzeichen, Schweinestall.at, ja, oder DE oder sonst irgendwas. Geht darum, was braucht es der Mandant? Ich denke nur, die Frage ist, was möchte ich machen? Wenn ich M&E-Anwalt sein möchte und die tollsten Transaktionen machen möchte, dann kann ich sowas auch nicht machen. Ich glaube, es ist auch falsch, also was ich auch nur sagen will, ist wie sagt man, jeder Topf findet seinen Deckel oder irgendwie sowas oder jedem Tierchen sein Pläsierchen. Also ich glaube, man darf, muss sich ehrlich auch hinterfragen und diese Dinge auch dann anbieten. Also es bringt auch nicht, sich da versuchen zu verbiegen. Und ich muss eins sagen, das Geschäft geht halt auch noch gut. Und solange es gut geht, ist es wichtig. Ja, ist es richtig. Und dann ist halt das Thema interne Effizienz vielleicht wichtiger als ein anderes Thema. Ich glaube auch, die Erwartungshaltung darf nicht zu groß sein. In 5 oder 10 Jahren, sage ich euch, lachen wir über all das, was wir reden. Weil dann ist das alles Standard. Weil dann werden alle Systeme Standard, dann wird das so sein, wie wir jetzt in QExpert oder Advocat oder was verwenden, dann wird das alles Standard sein. Und dann reden wir über ganz andere Themen, als wir jetzt reden. Ne? Was sind denn so deiner Ansicht nach dann die größten Herausforderungen, wenn man ein bisschen geredet, Standesdünkel und vielleicht sich etwas zu schade dafür zu sein? Was sind denn so noch die großen Herausforderungen oder Probleme, die zwischen Anwalt und Digitalisierung stehen? Ist es dieses, Anwälte sind nicht techie genug? Ja, naja, also ich meine, dass man so techie ist wie ihr zwei, das ist ja wirklich sehr selten, ne? Also das ist insgesamt sehr selten. Außer man ist natürlich ein super techie, aber dass man beides ist. Ich glaube, man macht den Leuten mal Angst mit dieser Überhöhung. Die Überhöhung dessen, jeder muss jetzt super techie sein, glaube ich, muss nicht sein. Aber was Anwälte schon sein können, ist strategisch und sich überlegen, was habe ich für einen Plan? Und was Anwälte sehr stark getrieben sind, sie sind getrieben von Inhalt und von Geld verdienen oft einmal. Also da gibt es unterschiedliche. So, wenn ich jetzt Geld verdienen möchte, muss ich mir überlegen, was mache ich? Natürlich mache ich mit manchen Legaltech-Produkten, die ich bei der Standardisierung anbiete, im Moment nicht die Kohle, die ich mache, oder das Geld, nicht, das ich mache, wenn ich eine große Telekom-Firma für eine andere kaufe. Das ist schon klar. Aber es geht um das Denken der Skalierbarkeit in Wirklichkeit, weil du sagst, was ist denn? Skalierbarkeit bedeutet, dass ich, für ein sehr schönes Beispiel, Alan Overy bietet EOSphere an. EOSphere ist eine große Wissensdatenbank quasi. Da geht es um Compliance-Themen und so weiter, weil wir haben das Problem, jedes Mal ruft ihn eine große Corporate an und sagt, ah, wie funktioniert das jetzt, Kartellrechtsrichter irgendwie in Uganda? Und dann haben sie wieder von null angefangen. Das hat sie total frustriert. Und dann haben sie gesagt, was machen. Wir haben am Tag 1 30 Leute in dieses Team hineingesetzt. Immer 30 Leute plus zu deppert, das kostet viel Geld. So, und die war die Skalierbarkeit. Damals, vor 15 Jahren, hat das eine Person genutzt und sie haben sich da durchgefrettet, Erfahrungen gemacht und das aufgebaut. Heute sitzen noch immer 30 Leute dort, weil die Arbeit wird nicht mehr. Aber heute verwenden das, weiß ich nicht, 700 Corporates. Also sie haben dieselben Kosten, egal ob 700 Corporates bezahlen, und die zahlen auch alle dafür. Also es ist nicht so, was die Anwälte immer glauben, dass man all diese Dinge billig machen muss oder dass sie nichts kosten dürfen. Im Gegenteil, die Dinge kosten ordentlich was, die Dinge sind ordentlich zu verwenden, die zahlen auch dazu viel was, aber es sind immer 30 Leute. Natürlich hat man am Anfang das Investment, aber heute sind es auch immer 30 Leute, es waren früher 30 Leute. Und egal wie viel mehr Kunden, das wird sich natürlich jetzt entwickeln, jetzt mit dieser Covid-19-Phase, ja, sind es vielleicht schon 1500 Kunden, die auf das zugreifen. Es entlastet die Anwälte mit den depperten Anfragen, die immer individuell sind, die man meistens machen muss, weil sie irgendwie mehr oder weniger Marketing auch Kosten sind bei großen Klienten. Die Klienten zahlen dafür, sie kriegen ein verlässliches Ergebnis. Ich habe immer noch 30 Leute. Und wenn 10.000 Leute das nutzen, habe ich immer noch 30 Leute auf sitzen. Das ist Skalierbarkeit. Wenn ich auf einmal statt einem Mandanten 10.000 Mandanten im normalen individuellen Geschäft brauche, brauche ich für alle 5 Mandanten quasi ein Konzi mehr.
Und das ist nicht skalierbar. Das heißt, ich muss immer mehr Leute haben, um immer mehr Services zu erbringen. Die Kostenquote geht genauso rauf wie die Umsatzquote. Das heißt, es bleibt am Ende gleich viel übrig. Und das ist die Frage, ob es sich überhaupt auszahlt, 10.000 Klienten zu haben, wenn ich auch 10.000 Konzis habe. Also, das ist jetzt eine einfache Rechnung. Aber bei dem skalierbaren Modell zahlt sich das aus. Und das ist eine Denke, die natürlich außerhalb der Berufsdefinition an sich liegt. Und die auch ein Durchhaltevermögen braucht. Ein Geschäft, Business to Business, das wissen wir auch sonst, dauert immer 1 bis 3 Jahre. Also es dauert, und man muss auch wirklich einen Mehrwert überlegen und nicht sagen, ich mache etwas, was mich eh nervt. Vielleicht ist es die Kombination aus beiden, es nervt mich und das andere. Aber das ist, glaube ich, das große Thema. Und dieses Umdenken, es ist egal, in welcher Firma das ist, braucht immer Leute, die Innovationen haben und die halt irgendwie auch Zeit haben. Und Zeiten haben wir dann wird verkauft. Das heißt, jede Zeit wird ausgefüllt. Also, und das geht jedem Unternehmen so. Jeder Geschäftsführer sagt, ach, ich würde mir Zeit wünschen, mehr strategisch arbeiten zu können. Ach, wann kann ich mal wieder für mich sein und überlegen, was wir unsere nächsten Schritte sind. Das kommt immer zu kurz. Und wenn ich diese Entscheidung nicht treffe, sie zu tun, dann ist es ein Problem. In dem mehr oder weniger in dem Sinn. Und dafür muss man sich halt rausreißen aus dem täglichen Geschäft und dann überlegen, was passt zu uns. Du hast davon gesprochen, dass es immer Leute gibt, die diese Innovation treiben. Jetzt gibt es natürlich oft einen extremen Generationen-Gap, gerade in Anwaltskanzleien, wo bis hin zum Senior-Partner, der seinen Computer selten aufdreht, zu den Millennials, die frisch reinkommen. Ja. Hast du Tipps für die Leute, die reinkommen und sagen, ich will was ändern oder die sich einbilden, ich würde gern digitaler arbeiten? Wie geht man es am besten an? Wie verkaufe ich es meinem Senior-Partner-Chef an, dass ich ein neues Tool haben will? Also im Idealfall ist es so, muss ich ehrlich sagen, dass der Senior-Partner-Chef versteht, dass Innovation wichtig ist und diese Menschen beschützt und ihnen quasi einen Freiraum gibt, in dem sie sich austoben können. Weil das ist das, was das Steve Jobs immer gesagt hat. Ich bin nicht dafür da, der Innovativste zu sein, sondern ich brauche Leute, die innovativ sind und meine Aufgabe ist es, als innovativer Chef, diese Menschen zu beschützen. So, Schritt Nummer 1, passiert aber in der Realität oft nicht. Was kann ich tun als Junior? Man muss auch sagen, man muss einmal, glaube ich, einen großen Respekt haben vor den Senior-Partnern, die auch vielleicht teilweise nur den Computer gar nicht verwenden, weil die machen vielleicht irres Geld, indem sie und Geschäft, indem sie einfach Rainmaker sind. Relationship, Relationship, Relationship und Geschäft am anderen aufreißen. Das ist nämlich dann das Geld, das man für die Digitalisierung auch ausgeben kann. Weil Digitalisierung heißt im ersten Schritt mal Investment. Also, hab einmal Respekt. Weil ich glaube, da tut man sich manchmal schwer. Manchmal denkt man sich, mein Gott, was ist denn das für ein Typ? Und der rennt nur herum. Aber diese Leute, sonst wären sie nicht berühmt und sonst wären sie nicht die großen Senior-Partner, machen einfach Geschäft. Ob sie gute Anwälte sind, ist eine andere Frage. Und ob sie was mit Tech haben, ist auch eine andere Frage. Das heißt, es funktioniert meistens für die. So, das heißt, ich muss etwas finden, wo ich einen Mehrwert gebe. Das Problem ist, wenn es gut läuft, gibt es selten einen Mehrwert. Weil wenn es gut läuft, läuft es gut. Also ich glaube, Tipp Nummer 1 ist, sich mal wirklich überlegen, choose your battles. Was ist es denn? Also was bringt wirklich einen Mehrwert? Zweitens, nicht alleine machen. Such dir Verbündete. Nicht den Helden und Heldinnen tot sterben. Such dir Verbündete. Probiert das gemeinsam aus. Wenn es einmal funktioniert, schaut, dass es auch standesrechtlich in Ordnung ist. Weil sonst, das ist immer der Drüberfahrer. Drittens, errechnet euch einen Mehrwert und ein Budget. Ich nehme das Beispiel digitale Signatur. Wir machen das gerade, also einer unserer Klienten im Moment, haben wir ausgerechnet. Statt 3 Stunden, nur Abfertigung des Vertrages. Ja, also nur die physische Ausdrucken, schauen, dass die Unterschriften kommen und so weiter. 3 Stunden im Unternehmen. Dauert insgesamt 2 Mannjahre, also, oder Fraujahre, verbrauchen die im Jahr als gesamtes Unternehmen nur dafür. Wahnsinn. So, Einführung der digitalen Signatur, klar, kostet ein bisschen was, bla, 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 okay, gut. Unabhängig von dem Geld aber, dauert, wenn man es lange macht, also wenn man es umständlich macht, 45 Minuten. Das heißt, und da ist ja schon unterschrieben und im Archiv drinnen, der Vertrag. Das haben wir nämlich noch gar nicht richtig dazu berechnet. Und da ist schon metataxiert. Das heißt, ich spare allein von 3 Stunden auf 45 Minuten. So, das heißt, das Unternehmen spart sich jetzt 1,5 FTE. Das heißt nicht, dass wer gekündigt wird, sondern dass jemand halt einen anderen besseren Job macht. Ja, aber überlegt euch solche Themen. Das heißt nicht, dass ihr einen Business Case machen müsst, sondern überlegt es euch, weil am Ende interessiert aber was den anderen. Der Anwalt funktioniert, der alte Senior-Partner, immer noch nach Billable Hours. Für den ist interessant, dass ihr mehr Billable Hours machen könnt. Ich bin oft trotzdem erstaunt, dass ein Anwalt sagt, was, 5.000 Euro kostet ein Tool? Ich denke mir, 5.000 Euro dividiert durch 200, sagen wir mal so ein durchschnittlicher Konzi-Stundensatz, sind 25 Stunden. Peanuts. Trotzdem sind Anwälte sehr getrieben, weil sie sind partnerschaftliche Strukturen, das heißt, jedes Geld, das als Investment in eine Kanzlei geht, ist weniger Eis für die Kinder im Januar in Italien am Strand. Ja? Im Urlaub. Ja,
So, und wenn ich jetzt aus diesen Überlegungen komme, ist mein Tipp einfach, na, überlegt euch das, was die Lebensrealität ist. Also sind irgendwie 400 Euro dann bei 10 Partnern weniger Eis. Keine Ahnung, aber das sind keine rationalen Entscheidungen immer, sondern überlegt euch, was ist ein Mehrwert auch für den Partner? Zeigt das ihm vielleicht nochmal. Macht es euch die Zeit aus. Ich weiß, dem alle auch gar Zeit. Oder, was ihr noch machen könnt, ist, schaut, ob ihr einen Klienten findet, der es cool findet. Weil man Anwälte hören aus meiner Erfahrung auf zwei Menschenarten. Andere Anwälte, boah, ist geil, was der daneben hat, ja, auch wenn es das Problem überhaupt nicht löst, das man selber hat. Zweitens, ja, sie hören auf ihre Klienten. Weil das ist das Allerwichtigste, was sie haben, Klientenfokus. Also das sind so die, also zusammenfassend, erstens, nicht den Heldentod sterben, Allianzen bilden. Zweitens, Plan Business Case aufbereiten, der aber einfach ist. Nicht irgendwelche Excels ausfüllen, sondern überlegen, wo ist wirklich der Mehrwert. Drittens, überlegen, was ist der Mehrwert für den Klienten und vielleicht auch sogar mal ihn offiziell ein bisschen ausprobieren, wenn man jemanden rankommt. Ja? Oder Freunde, die in einer Rechtsabteilung arbeiten oder so irgendwas. Es ist wirklich schwer. Und sonst, ehrlich gesagt, choose your battles. Es gibt noch keine Anwaltskanzlei, die digital arbeitet oder sehr wenige in Österreich. Ich glaube, da was zu finden, ist schwierig, aber sonst Einzelanwalt oder Anwältin werden und seine eigenen Sachen machen. Ich weiß nicht, wovon du redest. Also ich möchte jetzt an der Stelle schon mal sagen, also Eisessen finde ich sehr wichtig, wann, glaube ich, ein Tüteneis auf offener Straße auch standeswidrig ist oder war. Was mich nur interessieren würde, heißt es, dass Legal Tech unter Umständen auch das Ende der Pille Blauer sein könnte, langfristig gesehen? Die Pille Blauer wird seit 30 Jahren totgesagt. Ja. Ich kann ja die Pille Blauer nur bedingt verstehen. Ich merke es ja selber auch. Es ist insofern praktisch, weil die Leute es gerne zum Abrechnen ist es oft einmal praktisch. Ja? Weil das ist etwas, was alle noch verstehen. Das ist halt so eine Unkultur. Ich sehe halt den Frust eher darin, dass du, wenn du älter bist als Anwalt, als Konzipient braucht man 300 Stunden, um irgendwas zu machen. Ja, ja. Aber sagen Sie, als großer Anwalt dann hat man ein Muster, das, dies und jenes. Aber und was man vor allem hat, ist die Erfahrung, die Lebensweise, die Connections und all das. Das ist meiner Meinung nach in der Billable Hour, also wahrscheinlich wenn sie 770 Euro kostet, dann ist es vielleicht abgebildet. Aber es ist auch der große Frust, weil wenn ich irgendwann, wenn ein großer Anwalt, guter Anwalt der SBE macht, ja, dann braucht er einfach viele Dinge, weiß er schon, wie die funktionieren. Da braucht er sich immer Gedanken machen und dann dauert das SBE eigentlich, sag ich jetzt mal, irgendwas, nur noch 30 Stunden statt 150 Stunden. Und da finde ich schon, hat das einen gewissen Mehrwert. In diese Legal Tech Tools und so weiter geht ja wahnsinnig viel Wissen, Erfahrung. Also das ist eine Abbildung von Prozessen und Themen und Branchenwissen und so weiter. Und das finde ich ein bisschen frustig. Das heißt nicht, dass das alles billiger werden soll. Aber ja, ich glaube, dieses Thema Value Add, wie rechne ich ab? Die Anwälte sind einer der wenigen, die halt dann noch auf Stundenbasis machen. Solange aber das interne Leistungskriterium, das habe ich eh schon oft gesagt, das interne Leistungskriterium einer Anwaltskanzlei verrechenbare Stunden ist, wird sich das nicht ändern. Weil wenn ich nur was werde, wenn ich viel verrechenbare Stunden habe, unabhängig davon, wie viel Umsatz ich gemacht habe, wie innovativ ich bin, wie lieb mich meine Klienten habe, wie oft das Geschäft wiederkommt, wie viele Fälle ich gewinne und so weiter, dann wird sich das nicht ändern. Die Menschen sind Anreiztiere und der Anreiz, der uns gegeben wird, den erfüllen wir. Und ehrlich gesagt, insofern, glaube ich, ist eher ein Kulturthema, dass ich sage, die Billable Hour wird nicht aussterben. Und solange die Anwälte nicht intern gezwungen sind, ein anderes Leistungssystem, eine andere Scorecard außer Billable Hours zu kreieren, wird sich das einfach nicht ändern. Auch nach außen hin. Und das ist auch der Grund, warum viel Pauschale nicht funktionieren. Weil die Pauschale vom Anwalt am Schluss trotzdem auf die Billable Hour zurückgeht. Insofern, ja, da wird sich was ändern. Ob sich das so schnell ändert, weiß ich nicht. Und ich sehe auch viele Mandanten, die am Ende sagen, ja, sagen wir halt, was kostet die Stunde? Und dann ist es eigentlich wurscht, ob es 10 Stunden sind, 15 Stunden oder sonstiges. Eigentlich müsste man dann sagen, ich habe 5.000 Euro, mach das fix für mich in dem Geld, was ja auch viele Mandanten in Wirklichkeit schon tun. Aber die Anwälte rechnen es wieder zurück in Billable Hours und sobald die Billable Hours intern erreicht sind, ist dann dieses Mandat nicht mehr interessant. Ja, weil das Leistungskriterium nicht mehr da ist für die interne Recognition. Also insofern Billable Hour, tot oder nicht tot, da können wir einen Tag drüber reden. Ich glaube nicht. Aber es wird sich graduell was verändern, vor allem wenn Leute in die Kanzleien kommen, die nicht Billable Hour getrieben sind wie Projektmanager oder ITler, also Leute, die einfach ein anderes Incentive Scheme haben. Aber das wird ein großer kultureller Clash einfach werden. Weil die das Geld reinbringen, sind trotzdem noch immer die Anwälte. Man hat jetzt ja die Leute in den Kanzleien, die noch nicht so viel mit Technologie oder Legal Tech zu tun haben, wurscht jetzt welche Generation. Was wäre so dein Tipp, womit man anfängt? Wenn man sagt, okay, mich interessiert das Thema, ja. Und es gibt so viel, es gibt Vorträge, Blogs überall. Hast du irgendwelche Tipps, wo man anfangen sollte, wo man hingeht und sagt,
das ist einmal so die Grundlage. Und ich bringe ein Buch heraus im Juni. Ich glaube, ganz ehrlich, dieses technische Thema. Natürlich, ich finde, die ganz jungen Leute sollen mal überlegen, sollen wir ihre eigene Website machen und solche Sachen. Also ganz einfach. Wenn ich Student bin, mache ich eine Webseite für mich, wo ich drüber schreibe, was ich kann, was ich mache und so weiter, dass man einfach mal sieht, wie einfach das teilweise ist. Weil das ist ja alles schon standardisiert. Ich meine, vor 10 Jahren hat man einen Programmierer gebraucht. Heute tut man einfach irgendwelche Sachen zusammentun. Und das ist bei vielen Sachen so. Ich glaube, das Erste, was ich machen würde, ich komme immer wieder auf das Thema zurück, ich finde ja das strategische Thema trotzdem am einfachsten. Ich glaube, wenn ich unzufrieden bin und sage, ich möchte eine Digitalisierung machen, sollte ich mir mal selber überlegen, was ist mein Thema? Also was, auch als Konzipient oder sowas, ja, was stört mich denn die ganze Zeit? Und dafür dann gezielt Lösungen suchen. Prinzipiell kann man Urfilm machen. Man kann sich auf YouTube schauen, was ist Artificial Intelligence, was ist Machine Learning und sonstiges. Ich hätte da aber auch keinen Anspruch, das alles total im Detail zu verstehen. Ich glaube, es geht eher darum zu sagen, was ist mein Problem und welche Lösungen habe ich dafür. Weil wenn man all diese Dinge abstrakt liest, dann liest man sie, macht nachher das Buch zu, denkt sich, aber man kann es meistens niemandem erklären, weil man keine Affinität dazu hat, keine Emotionalität und auch nicht versteht, was man da eigentlich macht. Weil man braucht die Worte ja nur googeln. Blockchain wird 100-mal erklärt. Ja, trotzdem fragen mich die Leute immer wieder. Und ehrlich gesagt, weiß irgendjemand von euch hier, wie ein E-Mail funktioniert? Ja, ihr wahrscheinlich schon. Ja, aber wer hat schon mal gegoogelt, wie funktioniert eine E-Mail-Transaktion? Niemand. Ja, das interessiert niemanden, weil der Nutzen, der Mehrwert des E-Mails einfach so groß ist und so viele Probleme zwar schafft auch, aber auch löst, dass ich mir darüber gar keine Gedanken mache. Ich denke, was schon wichtig ist, ist einzufordern, vielleicht auf der Universität zu sagen, wir möchten gerne verstehen, was sind Algorithmen. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist einmal, sich einfach der Technologie nicht zu versperren, sondern zu überlegen, gerade als Jurist, was sind die Entscheidungskriterien, wie werden solche Dinge getroffen, ja? Und vor allem, welches Problem von mir löst es? Studierende können sich da natürlich wenig Einblick manchmal machen, weil sie keine Ahnung haben, was in der Arbeitswelt wirklich läuft. Wenn ich aber Konzipient bin, dann weiß ich, was ich für Probleme habe. Und das würde ich mir dann konkret ein bisschen anschauen. Meistens Schlaf und Geld. Ja, genau, nicht genug Schlaf. Ja, aber das hat was mit interner Effizienz zu tun. Was mache ich denn dauernd? Was mache ich denn repetitiv die ganze Zeit? Und dann dafür Lösungen suchen. Ich finde, das ist allgemeiner, ja. Wie gesagt, da brauchen wir googeln, schauen wir ein paar Videos auf YouTube an. Aber was ja dann eigentlich herausfordernd ist, ist zu sagen, was bedeutet das für mich und meinen Arbeitsalltag? Und genau diesen Sprung zu machen, hat noch nichts mit Technologie zu tun. Sondern ich glaube, es hat etwas damit zu tun, sich mit sich, mit offenen Augen einmal, ich mache meine Augen ganz groß auf dem Video, quasi zu überlegen, was brauche ich denn da? Das kann ich als Studierender noch nicht machen, aber was nervt mich denn? Was sind diese Themen? Und dort sich dann mit der Technologie zu beschäftigen. Prinzipiell kann man sich einlesen. Also ich habe sonst einen guten Tipp. Man kann bei uns auf Future Law lesen. Es gibt Legal Tech Box in ganz Europa. Ja, es gibt Assoziationen. Associates, wir haben einen Next Generation Club, für den mache ich gleich ein bisschen Werbung. Dann haben wir gerade die Next Generation Awards zum Beispiel vergeben wir jetzt im Juni. Ist durch Covid ein bisschen verschoben worden. Dann haben wir die besten Legal Tech und Digitalisierungsarbeiten auf allen Universitäten Österreichs gesucht. Es wird gerade bewertet von einer renommierten Jury, weil wir gesagt haben, wir wollen dem Thema Visibility geben. Und wenn die rauskommen, ladet euch die alle runter und schaut mal rein, was da prinzipiell drinnen steht. Ja? Ich denke nur, dieser riesengroße Anspruch, den der Thema hat, ja, das ist einfach oft zu groß. Und der Frust ist auch, wenn man so die Aufgabe kriegt, ja, recherchier mal. Aber vom Hundertsten ins Tausende. Was ist mein Problem? Und warum will ich mich damit überhaupt beschäftigen? Was nervt mich in meiner Kanzlei, in meiner Rechtsabteilung? Als Studierender, glaube ich, hat man noch wenig das Thema, da muss man das kritische Denken lernen. Also wie funktioniert der Algorithmus? Ich bin dem auch noch nicht insofern ganz auf die Sprünge gekommen, weil ich auch keine Technikerin bin. Aber was ist da für mich relevant? Und ich kann halt sagen, wenn ein Entscheidungstool mir vorliegt, muss ich wissen, wie die Entscheidung getroffen worden ist. Das möchte ich auch beim Richter wissen. Der muss das ja auch argumentieren. Das möchte ich auch woanders wissen. Und dieses kreative, kritische Denken, das finde ich ist total wichtig, dass man sich das bewahrt, auch bei der Technologie. Sehr cool. Zwei Fragen von mir. Erstens einmal, was ist für dich the next hot thing, die Zukunft des Legal Tech? Irgendwas, wo du siehst, das wird jetzt immer mehr und... Also was jetzt immer mehr wird, glaube ich schon, also dieses Thema Due Diligence. Ich weiß, das ist geil, ist da schon ewig herum und dass man da was auswerten kann und so weiter. Also ich glaube, das wird die nächsten Jahre überhaupt dieses Natural Language Processing, dass man wirklich sagen kann, was kann ich analysieren aus Verträgen, aus Due Diligence heraus, die ich als Grundlage dann für meine Evaluierung wirklich nutzen kann. Das ist, glaube ich, Next Option. Und dann ganz banale Dinge sind, wenn die Justiz wirklich einen Sprung macht in der Digitalisierung. Der elektronische Akt, na, Herr Lanzinger, er ist Strafrechtler. Ne? Ja. Ja, furchtbar. Ja, nein, aber ich sage nur, das sind total banale Dinge, aber das wird einen enormen Boost machen, wenn diese Dinge kommen.
Ja, also nicht, ob irgendwo eine Blockchain ein Ledger abbildet. Ja, das ist nett. Ja, aber das Große kommt vor allem, wenn die öffentliche Hand meiner Meinung nach was tun wird und da wirklich Geld bekommt, um das zu investieren. Also elektronischer Akt, ganz Österreich oder ganz europaweit. Geil. Ja, ja, das ist insofern toll, weil da muss man natürlich dann genau sagen, Security, Rechte, Systeme, also wer darf was und so weiter. Also das heißt jetzt nicht, dass das jetzt ein dann wilder Westen wird. Aber allein diese Möglichkeit, schneller verfügbare Sachen, da wird sich enorm viel tun. Natürlich auch sehr zum Leidwesen von Leuten, die etwas Böses machen, weil die werden sagen, oh je, jetzt sind sie alle viel schneller, wenn wir ja auch miteinander verzahnt sind. Und man muss sehr aufpassen, dass man sagt, man will nicht in eine Big Data, Big Brother Mentalität hineinkommen. Das ist etwas, was ich glaube, was das Next Big Thing ist, dass wir alle auch einmal unsere Verantwortlichkeit und auch unsere Möglichkeiten ausschöpfen, dass wir sagen, was wir vor allem nicht wollen. Also der Next Big Thing ist eigentlich sich über Visionen, wie wollen wir unser Rechtssystem funktionieren in Bezug auf Digitalisierung, dass wir uns damit auseinandersetzen. Da geht es nicht um Ethik oder sowas, sondern was wollen wir wirklich? Wie durchleuchtet wollen wir sein? Wer muss welche Herausforderungen haben? Sonst, weil das Next Big Thing, also ich glaube, das ist das Sprachthema. Und was ich glaube, was mir zum Beispiel wahnsinnig helfen würde und den Leuten, das ist aber alles banal. Ich sehe keine große Revolution, ich sehe eine Evolution. Ist wirklich das Thema Administration. Und wie kann ich auf eine Vielzahl von Tools, die dann auch wirklich funktionieren, zugreifen können, also so Cockpit-Lösungen. Also das, glaube ich, ist der nächste Schritt. Und vor allem noch einmal, wie habe ich einen Zugang zu Legal Tech? Weil es gibt schon so viele Lösungen. Aber in den nächsten 5 bis 10 Jahren, es fließt viel Geld hinein, wird da viel mehr möglich sein. In 10 Jahren mit Artificial Intelligence unter Anführungszeichen, ja, für Texte, da werden wir einfach schon so viel haben. Aber wie kann ich das dann auch standardmäßig wirklich nutzen? Und dann wird die Frage sein, wie gut bin ich als Anwalt? Also der Next Big Thing ist eigentlich, als Anwalt seine Kommunikations- und Empathiefähigkeiten und so weiter, unabhängig von der Technik, glaube ich, wirklich auch zu spezialisieren, weil warum gehen die Leute am Ende zum Anwalt? Weil sie jemanden brauchen, der Sparringpartner ist, der ihr Problem löst. Egal ob privat, im Kleinen oder im ganz Großen. Ja, sonst brauche ich keinen Anwalt. Und in diese Fähigkeiten, glaube ich, sollte man auch sehr stark investieren. Das ist der Next Big Thing. Das ist aber mal was ganz so Spannendes. Jetzt meine Frage, die ich gerne den Gästen stelle. Bist du ein Nerd? Nein, also ich glaube, ich bin kein Nerd, weil ich bin total extrovertiert. Und das wird Nerds meistens nicht zugeschrieben. Was ich toll finde, wenn ich in Rechtsabteilung bin oder auch bei anderen sein, wenn man wirklich was verbessern kann. Also die Leute sind mit so vielen schlechten Dingen im Moment, administrativen Dingen, wiederholenden Dingen, gefesselt oft einmal in den Strukturen. Allein diese digitale Signatur, wie cool ist das im Vergleich irgendwo vom Vorstand oder aus Spanien in deine Signatur einzuholen. Ich meine, damit beschäftigen sich hoch ausgebildete Leute und nicht, weil sie blöd sind, sondern weil es halt dazugehört. All diese Dinge, ich finde das so schön, wenn man da digitale Lösungen findet, die Leute einfach befreien, dafür, dass sie wieder denken können. Dafür, dass wir was Interessantes machen können. Das finde ich so schön und da bin ich echt ein Nerd, auch bei den Prozessen und solchen Themen, das liebe ich total. Sonst bin ich nicht so total beliebt. Ich verbringe die Zeit lieber mit meinen Kindern oder draußen und spiele lieber Carcassonne. Insofern hänge ich nicht die ganze Zeit am Computer im Gegenteil, ich versuche diese Welt eigentlich auch ein bisschen zu umgehen manchmal. Aber Carcassonne ist auch genial. Auch wahrscheinlich am Computer, ja? Nein, schon. Aber nein, ich bin kein Nerd. Ich glaube, ihr seid die super Nerds, aber jeder muss das tun, was er gut kann. Und ich glaube, man hat einen Vorteil gegenüber Nerds, dass sie nicht kommunikativ sind. Und das glaube ich nicht. Eine Anmerkung, weil du so vieles dann nur gesagt hast, wegen einem E-Akt, also im Zivilrecht gibt es ja schon einen E-Akt. Ja, aber auch nur eingeschränkt, ne? Auch nicht alles und hin und her, aber ja. Ganz genau, und das Spannende ist das, dass zum Zeitpunkt der Aufnahme hat es gerade wieder ein Zurückrudern gegeben beim Strafakt, weil das Bundesministerium für Inneres hat sozusagen da datenschutzrechtliche Bedenken, also es ist leider ein großer Rückschritt, hat die Rechtsanwaltskammer das kommuniziert und was ich auch sagen muss, ist, dass ich versuche öfter elektronische Akteneinsicht zu nehmen, also quasi aufs Gericht zu gehen und dort dann, keine Ahnung, Überwachungsvideos oder so anzuschauen, die mir nicht bereitgestellt werden, das ist auch immer ein großes Problem. Ja. Also so vom Raum, wo der Rechtsanwalt vielleicht sogar mit seinem Mandanten alleine drinnen sitzen kann, eine datensichere Plattform, wo er nichts herunterkopieren kann, da sind wir leider noch sehr weit entfernt. Ja, das ist leider das. Ich kann sagen, ich muss die Justiz dahin verteidigen auch, weil das finde ich wirklich toll. Die sind da so dahinter und die würden da wirklich viel gern machen, aber sind dann immer Politik, wie du sagst, Budgetrestriktionen. Also ich glaube, es wäre wirklich ein großer Mehrwert, der Sicherheit und alles aber auch mitbedenken muss. Ne? Das kostet natürlich viel Geld. Die Leute haben eine Digitalisierung kostet kein Geld. Und gerade so wie du sagst, der digitale Strafakt, da muss natürlich ganz klare Vorkehrungen auch geben. Das heißt ja nicht Wilder Westen.
Nein, ich drücke uns allen die Daumen, dass das bald gehen wird nach den richtigen Vorkehrungen. Ja, Justiz und so, das verstehe ich natürlich voll und ganz. Aber dann nur meine letzte traditionelle Frage, Sophie. Es gibt offiziell keine falsche Antwort, inoffiziell natürlich schon. Star Trek oder? Ich stelle die Fragen da. Entschuldigung. Ja. Nein, also genau, ganz offiziell Star Trek oder Star Wars. Wirklich? Ernst? Ich glaube es nicht. Ich habe mir gedacht, du hast dir keine Folge angehört. Ja, vielleicht hast du Zeit gehabt jetzt in der Zwischenzeit. Nein, ich habe mir noch nie eine Folge angehört. Aber ich habe gedacht, wenn der Michi Lanzinger was fragt, dann kann es nur diese Frage sein. Ah, ich finde es total schwer, weil ich, also ich würde sagen, oh Gott, ich hatte auch immer so ein Ericsson, das immer so aufklappbar war, wie der Spock oder der Kirk und sowas hatte, ne, wenn man rein telefoniert. Ich bin von den Special Effects total geil Star Wars. Sie haben die letzten Worte allerdings ganz schlecht besetzt. Aber ich muss sagen, das, was wirklich wird, ist Star Trek. Ne? Also ich bin erstaunt, was wir alles nutzen von den Buschen. Ich gebe es aber zu, als das in war und ich, da war ich noch ein Kind, ja, oder ich war dann unnerdig dann in der Zeit. Ich habe echt immer Angst gehabt beim Star Trek. Und das Star Wars ist erst spät in meinem Leben gekommen, nämlich jetzt erst quasi. Also insofern eher Star Trek. Aber eine differenzierte Antwort, weil ich meine, der Luke Skywalker ist schon cool. Ja, da sind wir uns glaube ich einig. Also das ist. Und auch die Rey. Perfekt. Dass es jemand wirklich erraten hat. Entschuldigung, ich habe sie noch nie gehört. Ja, ich danke euch sehr für eure Zeit. Ich muss jetzt, wie ist das beim Bullshit-Bingo, bei Conference Calls, ich muss jetzt leider in meinen nächsten Call. Genau, und Dankeschön. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Tschüss. Danke für euer Interesse. Alles Liebe. Ciao. Baba. Danke, dass ihr beim Nerds of Law Podcast zugehört habt. Auf unserer Webseite nerdsoflaw.com könnt ihr das Impressum, Datenschutzinformationen und viele spannendere Dinge finden. Dieser Podcast ist durch eine Creative Commons by Non-Commercial 4.0 International License geschützt. Das bedeutet, ihr dürft den Podcast kopieren, mit Freunden teilen, mit der Information, wo der Podcast herkommt und ihn nicht für kommerzielle Zwecke verwenden. Das Urheberrecht für die Musik liegt bei Mick Bourdais. Ihr findet seine Webseite unter mickbourdais.com. Live long and prosper. Eure Nerds of Law.